herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Ding heute gerockt hier in Heilbronn. So deutlich, aber sicher niemals gedacht. Ja, also danke für die Glückwünsche. Ich glaube, es war ein bisschen ein Statement-Sieg heute. Ergebnis immer ganz klar. 9 am Ende, glaube ich, oder sowas. Genau. Und ich glaube, die ersten 10 Minuten nach der Halbzeit waren richtig gut von uns. Wir haben das ganze Spiel gut gespielt und die ersten 10 Minuten nach der Halbzeit waren brutal. Eine starke Abwehr gestellt, starke Torhüter gehabt. Aber gut gelaufen bei uns heute, muss ich schon sagen. Erklär uns das. Wie ist das gelungen, den torhungrigsten Angriff der Liga bei 25 Treffern zu halten? Ja, ich glaube, wir haben einen guten Verbund gedeckt. Wir haben den Rückraum gut im Griff gehabt, indem wir aggressiv auf die rausgegangen sind. Aber nicht übermotiviert, sodass hinten Lücken entstanden sind. Das haben wir einfach clever gemacht. Und vor allem haben sie nicht ein schnelles Spiel kommen lassen. Wir haben ruhige, souveräne Angriffe gespielt, die wir gut abgeschlossen haben. Und wenn mal was nicht geklappt hat, sind wir schnell zurück. Und es gab kaum Tore über die erste Welle für die. Die zweite Welle haben wir gut unterbunden. Dann ja, haben sie sich schwer getan, glaube ich. Und auch in der Offensive war es sehr variabel. Heilbronn hat viel versucht, zweite Halbzeit auch nochmal umgestellt auf Manndeckung. Sehr offensiv sein Glück versucht. Aber ihr habt immer die passende Antwort sofort gefunden. Ja, das stimmt. Wir haben halt gewusst, dass wenn wir sie isoliert kriegen, dass wir dann eine gute Chance haben, dass sie dann da, glaube ich, ein bisschen Schwächen zeigen könnten. Und das haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. Das hat der Tim stark gemacht mit 6 Toren, glaube ich. Der Paul hat es immer wieder geschafft im 1 gegen 1. Und ja, dann stehen natürlich Räume für die Nebenleute. Dann kann jeder, kriegt nochmal einen Ball. Und ja, jeder hat seinen Nebenmann gespielt heute. Ja, ihr hattet heute richtig Bock am Spiel, oder? Da geht der Wutzler von dir rein. Ja. Da kommt noch der Kemper. Also ihr habt schon einiges ausgepackt heute. Ja, wenn es läuft, dann läuft es. Ich stand natürlich auch schon plus 7, plus 8. Da nimmt man sich vielleicht nochmal einen Wurf, wenn man sich vielleicht unentschieden noch nicht so nimmt. Aber ja, heute hat es halt einfach geklappt. Wenn ich heute, oder wenn ich bei so einem Spiel schon heute, dann. Wie genießt man das, die letzten Minuten auch schon, als klar ist, man gewinnt hier, die Fans sind wieder dabei, wie in Convestheim verbreiten eine Riesenstimmung? Ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen am Ende, also ich war ein bisschen platt, aber wir wollten dann noch eine Abwehr hinstellen, wir wollten auf keinen Fall, dass es am Ende nur noch auf 4 Tore zusammenschrumpft oder sowas, und wir wollten schon, wenn wir so gut spielen, auch zeigen, dass es so gut war, vom Ergebnis her, und deswegen haben wir es eigentlich relativ konsequent bis am Ende durchgespielt, finde ich. Jeder guckt mal ein bisschen spielen, sieht auch aus der zweiten Reihe, wir haben es am Ende noch richtig gut gemacht, haben wir gezeigt, dass sie auch da sind, wo sie braucht. Und dass die Fans abgerissen haben, ich meine, es war 16 Minuten gut, das haben wir von Anfang an gemerkt. War am Ende auch ein Spiel. Ihr habt einfach einen Lauf, oder? Die letzten 4 Spiele mittlerweile. Wir haben ein bisschen reingekämpft, würde ich sagen. Wir haben jetzt heute war es wirklich überzeugend, finde ich. Von Anfang bis Ende, finde ich, einmal echt gut gespielt, kann man uns, glaube ich, relativ wenig vorwerfen. Wir haben auch Spiele schon gewonnen, wo ich sage, es ist noch nicht alles ideal gelaufen. Trotzdem gewonnen. Ja, am Anfang haben wir nicht so ganz, wir haben einfach ein bisschen reingekämpft und jetzt läuft es immer besser. Das freut uns natürlich. Gut, dann danke. Viel Erfolg am Sonntag, Fabi. Danke.